Herzlich willkommen zum Filmfest Bremen in Kooperation mit den Indie Film Talk. Heute haben wir ein ganz besonderes Gespräch, das mein Cineastenherz extra hochschlagen lässt. Bei mir sind Erika und Ulrich Gregor, die seit Jahren, seit Jahrzehnten sogar, eine Brücke schlagen zwischen den Filmen auf der Leinwand und dem Publikum. Echte Lichtgestalten des deutschen Films. Und um nur einige ihrer Erlebnisse und ihrer Errungenschaften vorzutragen, Sie beide sind Mitbegründerinnen der Freunde der Deutschen Kinemathek. Sie waren jahrelange Betreiberinnen des Berliner Kinos Arsenal. Und sie waren sehr prominent Begründerin und Leiter des Internationalen Forums des Jungen Films auf der Berlinale. Die Liste geht lange weiter. Was genau sie alles in ihrem Leben gemacht haben, sieht man in der Dokumentation Komm mit mir in das Cinema, die auch hier läuft. Meine erste Frage ist bei all diesen Dingen, die sie rund ums Kino tun, wie stellen Sie sich denn eigentlich selber Leuten vor, wenn Sie irgendwo sind, auf einer Reise und Menschen Sie nicht kennen und fragen, ja, wer seid ihr denn eigentlich und was macht ihr so? Was ist Ihre Selbstbeschreibung? Ich würde sagen Programmmacher, also diese hochtrabenden Worte mag ich eigentlich nicht. Mhm. Ich bin jemand, der leidenschaftlich gern Programme macht und das war mein ganzes Leben. Themen zusammenzustellen, Filme zu Themen zusammen, Brücken zu schlagen, also das würde ich sagen. Ja, also manchmal muss man sich ja auch in Listen eintragen. Genau. Und dann wird natürlich auch gefragt, wer sind Sie, was machen Sie? Ja, als ich also noch total involviert war im Festivalgeschehen, habe ich manchmal geschrieben, Festivalleiter. Mhm. Die anderen Leute neben mir, die das machten, waren auch Festivalleiter. Also das geht schon. Aber ich bin natürlich nicht nur Festivalmensch, sondern ich schreibe auch über Filme oder ich habe Filmgeschichte geschrieben. Also kann ich sagen, bin vielleicht Filmhistoriker, ich kann auch sagen, ich bin Kurator, Filmsammler bin ich auch, also ich bin Verschiedenes. Und wir hatten einmal eine Zeit lang, da waren wir alle ganz besonders links engagiert und da sagte man, wir sind Filmarbeiter. Also kann ich sagen, ich bin Filmarbeiter. Mhm. Sehr schön. Erika und Ulrich Gregor, Programmmacherin und Filmarbeiter, das hört sich sehr gut an. Dazu muss ich sagen, dass der Mann, der das da machte, schrieb auch Filmarbeiter und sagte, das können Sie nicht toppen. Und ich habe gesagt, das toppe ich leicht und habe bei mir hingeschrieben Hausfrau. Denn natürlich war ich auch Hausfrau und wir hatten ja zwei Kinder. Mhm. Sehr schön. Wir sind auch heute hier an einem besonderen Ort, im City 46 Kino in Bremen, ein kommunales Kino. Und Sie beide haben ja auch einfach eine riesen Auswirkung darauf gehabt, dass es überhaupt sowas wie kommunale Kinos gibt, dass die existieren. Und wenn man hier die Flure entlang geht, geht man an vielen Filmplakaten vorbei, die bei Ihnen im Forum des Jungen Films als erstes liefen. Was ist denn das für so ein Gefühl, dass man quasi durch Deutschland reisen kann und in Kinos kommt und geht und merkt, aha, okay, hier haben wir irgendwie dazu beigetragen, dass dieser Ort überhaupt existiert? Ja, das ist so ein Erlebnis, was gelegentlich vorkommt, dass Leute auf einen zukommen und sagen, sie machen ja eine tolle Arbeit hier. Und übrigens, als ich noch jung war, Student war oder Studentin, da bin ich in ihrem Kino gewesen. Und was habe ich da alles erlebt? Was habe ich da gesehen? Und das hat meine Entwicklung beeinflusst, meinen Lebensweg gewissermaßen in eine Richtung gelenkt. Das ist alles eine Frucht ihrer Arbeit. Also solche Dinge dann zu hören, ist dann natürlich sehr angenehm. Und ein Erlebnis erinnere ich auch, dass wir einen Film hatten, der ganz besonders voll war im Forum der Berlinale, in unserem großen Delphi-Kino, und dass die Leute hereingestürmt kamen, um die Plätze zu besetzen, ehe sie alle sozusagen schon besetzt waren. Und dass eine junge Frau an mir vorbeilief, sah mich da auf dem Geländer sitzen, weil ich sitze immer auf dem Geländer, wenn die Leute reinströmen. Und dann sagte sie zu mir, wunderbare Arbeit, die Sie hier leisten. Machen Sie bitte weiter so. Und dann lief sie aber im Lauftempo sofort wieder weiter, denn sie wollte ja noch einen Platz kriegen und hat mir nebenbei eben diesen Satz zugeworfen. Und ich habe sie nie wieder getroffen. Ich weiß auch gar nicht, wer ist diese Person. Aber dieser Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist sozusagen ein kleiner Lichtblitz, der plötzlich aufleuchtet. Und bei Ihnen gab es auch, also gibt es solche Lichtblitze, so besondere Publikumserlebnisse, an die Sie sich erinnern? Ja, ich habe ja
immer eine besondere Beziehung gehabt, weil wir hatten ja am Anfang wenig Geld. Ja. Und ich habe ja nichts gekostet, denn wir haben am Anfang nur den Vorführer bezahlt und jemand, der die Bücher durchsah. Und ich habe Kasse gemacht und Einlass gemacht. Und da war es eben so, dass Leute mich auf der Straße mal ansprachen und sagten, können Sie nicht den und den Film mal zeigen? Und das hat mir immer gefallen, weil es sehr wichtig ist, den Kontakt mit dem Publikum zu haben. Und wenn man Vorschläge bekommt, ist das besonders gut, weil man dann sich überlegen kann, was man dazu machen kann. Ja. Meine erste Frage thematisch ist ein tragisches Thema für uns alle wahrscheinlich, nämlich die globale Pandemie. Die Doku über Sie hört genau dann auf, als Sie sich angucken, aha, eigentlich gehen wir jedes Jahr auf so und so viele Festivals und das wird jetzt durch Corona alles anders. Wie war denn dieses erste und vielleicht auch das zweite Pandemiejahr für Sie und für Ihr Kinoleben? Vor dem Fernseher. Wir haben sehr viele Kopien zu Hause, DVDs, und wir haben doch weiter gesehen, aber eben vor dem großen Fernseher, was auch noch einen Vorteil hat, denn ich habe ja eine typische Alterskrankheit, nämlich, das alles fällt mir ein, aber der Name meiner Krankheit fällt mir nicht. Makuladegeneration. Eine Makuladegeneration. Und im Kino muss ich daher in meiner ersten Reihe sitzen. Mhm. Und vor dem Fernseher, 50 Zentimeter entfernt, ist es besonders gut. Mhm. Also insofern haben wir nicht viel, also ich habe nicht viel vermisst. Ja, das letzte Festival im bekannten Rahmen, das noch stattfand, war 2020 die Berlinale. Die haben wir noch angesehen und waren involviert, wie auch immer. Und dann plötzlich, man hörte schon ein bisschen von Corona, das hörte sich aber noch nicht so bedrohlich an, es wurde dann aber bedrohlich. Und dann haben die Festivals erstmal alle ihre Arbeit eingestellt und viele haben dann umgeschaltet auf online und digital. Und das ist natürlich kein Königsweg, aber es ist sozusagen doch ein Ausweg und hat sogar gewisse Vorteile, dass man eine Auswahl treffen kann, sozusagen unabhängig von der Uhrzeit, und dass man auch auf diesem Wege manches angucken kann, wie übrigens auch der Auswahlprozess für große Filmpreise. Das ist, glaube ich, bei der Oscarverleihung in Amerika ist es so, aber auch für europäischen Filmpreis und den Deutsche Filmakademie, die Filme, die nominiert sind, werden zur Verfügung gestellt. Früher schickten sie DVDs, man war immer ein Karton voll. Wir haben verschiedene solche Kartons, die da noch stehen. Dann aber ist es jetzt online und man kann also online anklicken und kann sich also das Panorama des europäischen Films beim Europäischen Filmpreis vom letzten Jahr kann man sich ziemlich komplett anschauen. Und das ist also auch ein Vorteil. Natürlich kann man sogar bei der Online-Übertragung einen Film anhalten und nochmal zurückblenden. Das sind so ein paar Vorteile, die es gibt. Und auf dem Wege haben sich die Festivals erstmal durchgearbeitet durch diese schlimme Periode. Und dann gab es also hybride Veranstaltungen, wo sowohl das eine wie das andere. Und jetzt ist also eine Rückkehr zu sehen, Gott sei Dank, und endlich gibt es wieder echte Filmfestivals mit Begegnung. Letztes Jahr waren wir noch einmal in Cannes und das war dann auch nach einer Pause, war Cannes wieder da, und das Gefühl, Gott sei Dank, jetzt können wir uns endlich wieder sehen und sprechen und begegnen, das war ganz stark spürbar. Und ich glaube, es gibt diesen aufgestauten Drang, dass man wieder auch ins Kino gehen möchte und Filme auf der Leinwand oder auch Menschen treffen, reden über Filme, Begegnungen haben. Dieser Drang ist ja ganz stark. Das ist übrigens auch letztendlich die Perspektive, die das Weiterleben der Kinos als mindestens wahrscheinlich erscheinen lässt. Dass das Kino als sozialer Ort und Festivals natürlich auch jetzt wieder so funktionieren wie auch vor 2 Jahren. Und hier Filmfest Bremen ist ja auch ein Beispiel dafür. Ja. Und es ist immer schön, in einem Kinosaal zu sitzen, wo Leute einen Film sehen und der Film kommt an. Das ist ja ein Erlebnis jedes Mal wieder. Und eigentlich auch bei uns geht mir auch so, Leute fragen ja, wollen Sie denn immer noch Filme ansehen? Sie haben schon so viel gesehen, warum denn jetzt noch mehr Filme? Und ich habe gesagt, also wenn die Leinwand aufgeht, dann ist es der frische Anfang, es ist ein neuer Anfang. Ich erwarte sozusagen irgendwas
Interessantes, etwas Bedeutendes, was mich bewegt. Ein Fenster zur Welt, das sich vielleicht öffnet. Das ist das Erlebnis, wenn ein Vorhang vor der Leinwand aufgeht. Und da bin ich immer noch voller Erwartung. Super. Und Sie sagen selbst, also es gibt diese Dinge, die man unglaublich vermisst hat, aber es gibt einfach auch technisch hier und da ein paar Vorteile. Wird das Sie in den nächsten Jahren quasi begleiten, dass Sie sagen, okay, anstatt wie früher auf 15, 25 Festivals zu gehen, suchen wir uns die aus, wo die Publikumsinteraktion besonders gut ist und den Rest gucken wir von Fernsehen, oder gehen Sie tatsächlich ganz zurück zur kompletten Präsenz? Das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, dass wir vielleicht das Reisen ein bisschen einschränken werden. Und es ist ja auch so, wir vermissen nicht so sehr den Austausch, weil wir in unserem Umkreis, wir haben zum Beispiel in dem Ort, wo wir wohnen, einen kleinen Filmclub gegründet, wo wir uns treffen und Filme zeigen. Und und das läuft ab wie immer. Ulrich hält eine Einführung, wir sehen den Film gemeinsam, dann werden die Stühle in einen Kreis gestellt und wir diskutieren darüber. Und natürlich wird nicht nur über den Film diskutiert, sondern es ist ein allgemeines Gespräch, auch manchmal über andere Themen. Und das finde ich sehr schön. Genau. Es ist im Grunde, machen wir unsere Arbeit weiter, wie wir sie immer gemacht haben. Ja. Und das Gute ist eben, dass wir, und insofern ist uns auch nie langweilig, weil wir ja immer zu zweit sind. Und natürlich haben wir immer etwas zu bereden und haben einen Partner, mit dem wir reden können. Ja. Ich muss sagen, also was mich ein bisschen irritiert, ist die große Kompliziertheit des Zugangs zu den Vorführungen auf Festivals. Früher waren wir es gewohnt, dass wir mit einer Akkreditation eigentlich die meisten Vorführungen besuchen konnten. Wir zeigen vor und wir können rein und können unseren Platz wählen. Also wir können die erste Reihe, die übrigens interessanterweise sehr oft als erste besetzt ist. Viele Leute wollen auch unbedingt in der ersten Reihe sitzen. Ja. Und jetzt dagegen muss man also erstmal den Laptop anmachen und muss sich dann auf die Website durchschalten. Und auf der Website muss man sich durchkämpfen durch ein Labyrinth von Möglichkeiten und muss anklicken, wo man hin will. Vorher muss man sich einen Plan machen, muss man anklicken. Ja, manchmal geht es, manchmal geht es auch nicht. Es gibt gar keine Plätze mehr. Wir müssen woanders hingehen. Und das ist ein Prozess, der also auf dem letzten Cannes-Festival, muss ich sagen, also Minimum eine Stunde. Am Morgen muss man da sitzen und sich da durchkämpfen. Also es ist keine besondere Motivation, jetzt ins Kino zu gehen, dass man das Labyrinth der Online erstmal durchkämpfen muss. Sehr schön. Also ich muss auch ganz persönlich sagen, eine meiner großen Ängste, als diese Pandemie losging, war natürlich die Gesundheit, aber halt auch eben der Kinobetrieb. Weil ich dachte, oh meine Güte, wenn das jetzt so weitergeht, kommen wir dann in der Welt raus, wo es nur noch die Megaplexe gibt, die genug Erspartes haben, werden diese ganzen kleinen Kinos zugrunde gehen, wachen wir in der neuen Kinowelt auf. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Wir sind immer noch, oder wir gehen jetzt erst recht wieder in Kinos, gerade in die kleinen Kinos. Und da wäre ich auch schon bei meiner nächsten Frage, nämlich, das Kino wurde so oft totgesagt in seinem Leben. Es hieß, oh, jetzt gibt es das Fernsehen, da geht keiner mehr ins Kino. Oh, jetzt gibt es Videokassetten, da geht keiner mehr ins Kino. Es hat immer überlebt, es hat auch, wie Sie eben sagten, Herr Gregor, diesmal wieder überlebt, es hat die Pandemie überlebt, obwohl halt das Digitale und das Filmstreamen einen Aufwind bekommen haben. Was mich interessiert ist, bei all Ihren Filmwissen, haben Sie das Gefühl, dass diese Dinge das Kino nachhaltig verändern? Also ist das Kino, nachdem es Videokassetten gibt, ein anderes, wird es jetzt eine neue Generation des Kinos geben, weil es sich stärker vom Streaming und vom Digitalen absetzen muss? Oder sind das Entwicklungen, die eher parallel laufen? Ja, also die neuen Streaming-Portale fördern erstmal das Kino in seinen herkömmlichen überlieferten Formen, also Genre-Kino und Unterhaltungskino. Aber man muss sagen, dass dieser Horizont natürlich sehr vielfältig ist und wie selbst im Hollywood-Mainstream kommen doch hin und wieder bedeutende Filme vor. Da gibt es Regisseure mit Talent und man muss das schon unbedingt beachten und mitnehmen. Und da gibt es wirklich auch schöne Sachen. Aber man muss sagen, dass auch bei den Streaming-Portalen, die ja untereinander jetzt auch große Konkurrenz betreiben, dass da mitunter Filme produziert werden. Dann wird gestritten, sollen diese Filme auf dem Festival laufen, die sind ja gar nicht fürs Kino gedacht.
Aber da kommen interessante Sachen heraus, nicht? Also wir haben gesehen, gelegentlich aus der Independent, aus dem Independent-Bereich in den USA, dass ganz interessante Regisseure plötzlich auf Netflix auftauchen. Ja. Und das finde ich ganz schön, dass sie sogar auch ausgefallene ausländische Filme plötzlich nehmen. Da gibt es zum Beispiel einen Film, den ich gesehen habe von aus Hongkong, der schon vor einigen Jahren gemacht wurde über die Situation der Hongkong-Chinesen, wie sie sich fühlen, dass sie jetzt zu China gehören und so weiter. Ein sehr kritischer Film, der jetzt natürlich überhaupt nicht mehr dort laufen darf. Und der Film ist von Netflix gekauft, ist auf ihrem Angebot enthalten. Also sowas ist auch möglich. Also letztendlich, das ist doch interessant. Man muss diesen Sektor auch beachten. Und die Kinos werden auch diese Probe überstehen. Und es wird wahrscheinlich auch die Frontstellung aufgeweicht werden, sodass also Netflix-Filme oder andere Portale dann auch ins Kino kommen, mit einem kleinen zeitlichen Abstand vielleicht oder überhaupt parallel. Das kann also auch sein. Und ich denke, das Kino wird weiterleben und wir sind Optimisten eigentlich, obwohl... Doch, das Kino wird immer, das gehört dazu, dass man Sachen tot sagt. Also als der Tonfilm kam, Rudolf Arnheim hat aufgehört, Filmkritiken zu schreiben und hat gesagt, das ist jetzt keine Kunst mehr, sondern das ist verfilmtes Theater. Ja. Und es gibt, das gehört einfach dazu, dass man immer irgendetwas tot sagt und eine neue Entwicklung wird gestartet und die Leute gehen doch mit. Ja. Seit das Kino erfunden wurde, 1895, ist das Kino in einem Zustand der Krise. Es ist sozusagen, das Wesen des Kinos ist auch schon die Krise. Mhm. Es lebt immerzu und wird aus der Krise sogar noch Impulse zum Weiterdenken, zum Erfinden, zum Fantasieren vielleicht ableiten können. Ja. Und es gibt einen Pessimismus, auch im Bereich des Kinos. Und jemand hat mal gesagt, eigentlich ist man Optimist, wenn man allerdings gut informiert ist, wird man Pessimist. Also es ist beides möglich, aber wir sind im Grunde Optimisten. Ja, ich muss sagen, ich liebe ja Manifeste. Mhm. Und die Manifeste begleiten auch das Kino. Wir haben mal ein Buch gemacht mit Manifesten. Ja? Also in Taiwan, als die taiwanesische neue Welle anfing mit Hu Xiaoxian und Edward Yang, haben sie als erstes ein Manifest geschrieben. Mhm. Hier kennt man natürlich das Oberhausener Manifest. Papas Kino ist tot. Aber wir haben sehr gute Freunde in Ungarn und ich habe irgendwann telefoniert und die sagten, was macht ihr denn gerade? Und ich sage, wir machen gerade, bereiten eine Publikation vor über Manifeste, sehr interessante Sachen in Frankreich, überall. Und die sagten, ja, bei uns in Ungarn, zu Zeiten der Räterepublik 1918 gab es auch ein Manifest. Als erstes haben die ein Manifest. Ich habe gesagt, können wir das kriegen? Und die haben das herausgesucht und übersetzt. Und wer hat es unterschrieben? Ein Mensch namens Imre Kertész, der später Michael Curtis wurde und Hollywood-Regisseur und auch Bela Lugosi. Ja. Und ich habe gelacht, weil ich sagte, Manifeste gehören dazu. Ja, ja. Es gibt ja auch tatsächlich den fantastischen Film Manifesto, der genau mit sowas spielt, wo ein Manifest nach dem anderen einfach in skurrilen Situationen vorgetragen wird. Und ja, das macht einfach eine Menge auch für die Evolution und die Revolution des Kinos, glaube ich. Und zur Lebendigkeit trägt das bei. Wir können ja da auch mal direkt bleiben. Und zwar, als Sie beide wirklich angefangen haben, in der Filmwelt aktiv zu werden. Das war halt in den 60er, 70er Jahren, wo Sie halt wirklich gestartet haben. Genau, 50er. Also, das Internationale Forum Junger Film. Ah ja. Genau. Und das war meiner Meinung nach die perfekte Zeit für Filmrevolution. Also da hat natürlich nach dem Krieg erstmal in Italien der Neorealismus angefangen, aber dann ist ganz schnell dieser Funke übergesprungen, dass man überall gemerkt hat, aha, es gibt ein Hollywood-Kino und es gibt ein Kino, was dagegen wirkt. Und dann kommt sowas wie die Nouvelle Vague, kommt sowas wie New Hollywood, kommt sowas wie das Oberhausener Manifest und da kommt auch sowas wie das kommunale Kino und wie quasi die Sammlung dieser Menschen, die sich gegen den Mainstream wenden. Haben Sie das Gefühl, es gibt inzwischen zu wenig Revolution und Manifeste? Brauchen wir mal wieder was das Kino
aufrüttelt? Also Dogma 95 war ja nochmal so ein letzter großer Wurf, seitdem, also immer kleine Versuche, aber so ein richtig öffentliches Werk, sondern das kann ich denke nicht. Also eine neue Strömung oder eine Revolution mit Manifesten wird eigentlich immer dann geboren, wenn eine profunde Unzufriedenheit herrscht mit dem herrschenden Zustand. Ja. Das kann man also nachweisen. Beim Neorealismus ist es typisch, das Kino der weißen Telefone und unter der faschistischen Dominanz. Das wollte man abschaffen und vielfach hat sich das wiederholt. Und ich weiß nicht ganz genau, was man heute sozusagen von Grund auf abschaffen oder umstürzen sollte. Vielleicht muss man die Herrschaft der Internetplattform reduzieren oder man muss Filme, ich würde sagen, dass man vielleicht neue Wege finden muss, um Filme zugänglich zu machen, um das Verhältnis zwischen Film und Zuschauer auf eine neue Weise zu definieren. Und da ist also die Rolle der Kinos und der kommunalen Kinos ganz wichtig. Und da ist es wichtig, dass hier Enthusiasten am Werk sind. Wir sind ja alle eigentlich irgendwie auch als Enthusiasten geboren, die mitunter in einer Landschaft arbeiten. Wir sind die Rufer in der Wüste. Wir denken, wir haben gar keine Chance, es geht alles nicht, was wir machen. Wir machen es trotzdem. Und irgendwo setzen wir uns dann aber durch. Und plötzlich heißt es, ja, das ist der richtige Weg. So etwas kann eigentlich auch und wird hoffentlich immer wieder passieren. Es gibt auch natürlich verschiedene thematische filmästhetische Strömungen an Themen, mangelt das weiß Gott nicht, die in der Welt herumliegen und die darauf warten, behandelt zu werden. Aber es gibt auch immer mehr Filme oder eine Vielzahl von Filmen, die sich mit Fragen der Ästhetik, der Machart, der Machart von Filmen, der Filmarbeit, wie verläuft eigentlich die Filmarbeit, mit solchen Dingen beschäftigen. Und da kommen mitunter auch großartige Filme heraus. Zum Beispiel einer der schönsten Filme, für mich einer der größten Meisterwerke, ist der Film Wavelength von dem Kanadier Michael Snow. Der Film besteht nur, es ungefähr 50 Minuten lang, eine einzige Kamerafahrt durch einen Raum hindurch, im Raum totale und dann immer mehr zu den Fenstern und schließlich auf eine Wand zwischen den Fenstern, auf der eine Fotografie zu sehen ist. Dazwischen passieren ein paar Ereignisse, aber es ist im Grunde diese Kamerafahrt und ein ansteigender Sinuston, der zu hören ist. Und es ist sozusagen auch ein Manifest, was das Kino eigentlich ist, woraus es besteht. Für mich immer wieder großartige Faszinationskraft. Solche Filme, glaube ich, werden auch immer neu entstehen. Ich finde, man müsste mehr für die Vermittlung tun, für die Filmbildung tun. Im Grunde müsste es schon lange ein Fach also der Kunstunterricht, also so wie ich ihn erlebt habe und wie auch meine Kinder ihn geschildert haben, ist in weiten Teilen todlangweilig. Da werden also vielleicht Bilder gemalt oder es wird oberflächlich über Kunstgeschichte informiert. Es wäre sehr viel besser, es gäbe ein Fach, wie auch immer man das nennt, Filmbildung, was man den Leuten beibringt, wie man Filme sehen kann und was für ein Erlebnis das ist und was es auch bedeutet, durch die Filme eine fremde Kultur kennenzulernen. Also wir haben, als wir die ersten japanischen Filme gesehen haben von Ozu, das war also sozusagen wie eine Erweckung. Ja. Und wir haben plötzlich, und man fängt an, ein Land zu lieben. Im Grunde sind Filme die besseren Diplomaten. Ich erinnere mich zum Beispiel, also wir wissen alle nach 1945, wie das Bild Deutschlands in der Welt war. Und ab Mitte der 60er Jahre kamen die Filme von Kluge, Reitz, später Wenders und Fassbinder. Ja. Und das Bild der Deutschen in der Welt hat sich geändert durch diese Filme, wo immer wir hingekommen sind, ob also in Japan oder in China, plötzlich sagt jemand Abschied von gestern. Und in Europa sowieso. Diese Filme haben es für Deutsche leichter gemacht. Und wie schwierig ist es gewesen, oder wenn ich mir erzählen lasse, Ulla Stöckel mit ihren wunderbaren Filmen, wie schwierig sie es gehabt hat, die Filme zu realisieren. Es müsste wirklich mehr getan werden für die Filme und auch für, es muss geholfen werden, dass sie gesehen werden können. Ja.
Ja, das ist ein fantastischer Punkt. Also gerade die Zugänglichkeit und auch die Kuration, was Sie ja Ihr Leben lang auch geleistet haben. Das Überleben der Filme muss gesichert werden, weil Filme verschwinden ja unter Umständen von der Bildfläche. Und das war also auch ein Motiv für unsere Arbeit am Anfang, dass wir nicht nur wunderbare Filme entdecken wollen und die vermitteln wollen, ein Publikum da heranführen, aber dann auch dafür Sorge tragen, dass nach 10 Jahren es diese Filme noch gibt und dass sie vielleicht immer noch im Bewusstsein präsent sind. Das war unser Ziel, was wir beim Forum der Berlinale zugrunde gelegt haben. Wir waren das erste Festival, das sich darum gekümmert hat, die Filme nicht nur 10 Tage lang zu zeigen und dann wieder alle nach Hause zu schicken, sondern nach Möglichkeit, nach Absprache natürlich mit den Herstellern, zu behalten, in einem Archiv, das Archiv aufzubauen. Und wir haben so ein Archiv aufgebaut, das ist, also die Zählung ist inzwischen weit über 10.000 Filme über die Jahre hinweg. Man sagte uns zunächst, das müsst ihr gar nicht tun, ist ja nicht eure Aufgabe. Ihr seid ein Festival, ihr müsst ja was Brillantes machen, eine Woche vielleicht und dann ist vorbei. Und wir haben gesagt, nein, 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 wir wollen die Filme irgendwie bei uns behalten und wir wollen weiter mit ihnen arbeiten, sie weiter herumschicken. Und inzwischen haben einige andere Festivals auch diesen Weg eingeschlagen. Ja, ja, man hat uns gesagt, ja, ihr könnt Empfänge machen, ihr könnt Fahnen aufziehen, aber nicht die Filme behalten. Und wir fanden das grotesk, ja. Das war unsere Leidenschaft, das Archivwesen, könnte man sagen. Und die Filmarchive haben ja auch in der Entwicklung des Kinos immer wieder große Rolle gespielt. Wer hat angefangen in Frankreich? Henri Langlois, angeblich in seiner Badewanne, hat er zuerst angefangen, Filme zu sammeln und die Kollektion wurde immer größer und größer. Und er hat es geschafft, die Brücke zu schlagen zu einer neuen Generation von Filmemachern, die in seine Cinémathèque Française kamen, um dort Filme anzusehen und sich durch das Ansehen dieser Filme inspirieren zu lassen zu eigenen Arbeiten. Und ich bin selbst nach Paris gefahren als Student, um auch ein Jahr lang Cinémathèque Française zu besuchen und dort die Filme sehen zu können, die ich in Deutschland nicht sehen konnte. Ja, das ist das Verdienst von Langlois. Und als wir anfingen, da haben wir ihn, also Ulrich war ja da zu Hause gewesen 2 Jahre und da sind wir hingegangen und haben ihn besucht und er lud uns zum Essen ein und wir hatten gerade angefangen mit unserer ersten Vorführung. Wir hatten noch hektografierte Zettel in den 60er Jahren und in Berlin wurden wir so etwas belächelt. Die machen hier so Vorstellungen von Filmen, die keiner kennt und so. Und er studierte unsere Zettel und er konnte natürlich nicht Deutsch, aber natürlich kannte er die Filmtitel. Und er guckte das ganz aufmerksam alles an und sagte, wunderbar, Kinder, macht weiter so. Und das war so schön, das zu hören von einem Mann wie Langlois. Ja, wahrscheinlich, also da, das trifft mich auch sehr ins Herz. Also ich bin Film- und DVD-Sammler auf jeden Fall. Und die Reise nach Tokio von Ozu, die ist sehr schwer zu bekommen. Es gibt eine Version, die sehr teuer ist. Und gerade bei solchen Filmen denke ich mir auch, wenn die Leute sich nicht mal mehr DVDs kaufen, von denen es ja auch noch längst nicht alle Filme gibt. Aber wenn das aufhört und man nur so auf Streaming-Portale guckt, dann ist es schwer, Ozu zu entdecken. Und also umso schöner, wenn es halt solche Kinos und solche Veranstaltungen gibt, wo man einfach sagt, aha, ich vertraue den Gregors, dass die mir jede Woche in ihren Kino, in ihrer Veranstaltung, in ihren Filmclub was zeigen, was ich entdecken kann. Ja, das ist natürlich der Kapitalismus, der hier im Wege steht, dass hinter den Filmen, auch den großartigen Meisterwerken stehen Herstellerfirmen und die gucken aufs Geld und wollen Profit machen und sind besorgt, dass ihre Filme, also ja, die müssen so behandelt werden, dass der Preis steigt. Und damit der Preis steigt, muss man sich erstmal zurückhalten. Und wir haben also auch gerade mit japanischen Firmen solche Schwierigkeiten erlebt. Da gibt es einige Firmen, mit denen kann man gut arbeiten und andere, die stellen Bedingungen, die man nicht erfüllen kann. Ja, und das war eben das Gute, als wir anfingen mit dem Arsenal 70, da waren die ganzen japanischen Filme bei Kirch. Und ich muss hier wirklich mal ein Lob auf Betterfilm singen, denn die hatten ein Riesenarchiv. Und wir konnten die Filme bekommen. Also für eine zweimalige Aufführung 200 Mark. Und die Filme wurden mit dem LKW von München nach Berlin gebracht. Und da wir so treue Kunden waren, Frau Oettel sagte, ach, dann gebe ich Ihnen Rabatt. Und Sie kriegen den Film
für 150. Mhm. Und wir konnten die ganze japanische Filmgeschichte, die damals bei... Die Super. Japaner hatten das in Anfang der 60er Jahre alles verkauft, weil sie dachten, niemand will das sehen. Mhm. Und an Kirch als Paket. Mhm. Und bis das, ich glaube, dafür 30 Jahre. Mhm. Und in diesen 30 Jahren konnten wir von Kirch die ganzen japanischen Filme kriegen. Mhm. Und wir haben den natürlich, jedes Jahr gab es Ozu, jedes Jahr gab mhm. es Mitsuguchi. Und das war also wunderbar. Ja. André, natürlich auch. Ja. André Malraux hat ein dickes Buch über Filmästhetik geschrieben und der letzte Satz dieses Buches lautet: Übrigens ist das Kino eine Industrie. Stimmt, das stimmt sehr, aber dafür gibt es ja zum Glück auch Menschen wie Sie, die sich einsetzen, aber auch in jedem Land sowas wie die Murnau-Stiftung in Deutschland, die versucht so ein bisschen das Filmgedächtnis zu halten, British Film Institute, American Film Institute, also leider viel zu wenig, aber zumindest im Ansatz ein paar Institutionen, die solche Dinge auch zugänglich halten und dann halt auch Menschen, die die Filme zeigen, Gott sei Dank. Ich würde da auch tatsächlich nochmal in diese Filmgenre-Sparte mit Ihnen gehen. Und zwar, man hört in der Doku über Sie ab und zu solche Schlagwörter wie wir haben speziell nach Filmen gesucht, die in kein Raster passen. Wir wollten Vorstellungen machen, die Anti-Unterhaltungskino sind. Wir wollten Vorstellungen machen, die Anti-Mainstream-Kino sind. Und bei uns allen klingeln da natürlich, also wir haben ein Gefühl, was Unterhaltungskino und Mainstream-Kino ist. Aber wir sind ja auch auf dem Filmfest für Humor und Satire. Was macht dann für Sie zum Beispiel eine Komödie aus, was ja traditionell ein leichteres Genre ist, die trotzdem kein Unterhaltungskino ist? Also wie muss eine Komödie sein, damit Sie die für wertvoll und für zeigenswert und für verbreitenswert erachten? Drohende Dramen zum Beispiel. Also Unterhaltung ist ja nicht per Definition ein negativ besetzter Begriff. Ja. Das kann ja Verschiedenes bedeuten. Mhm. Was wir eigentlich im Kino und auch allgemein weniger schätzen, ist solche Art der Unterhaltung, die einen einschlafen lässt, mhm. Die einen versinken lässt in einen Traum oder in eine Ausflucht. Und dass man, wenn man aus dem Filmpalast dann herauskommt, denn meistens sind die Ausgänge immer viel schlechter als die Eingänge. Das sind meistens dunkle Treppen, wo man rauskommt. Und dann soll man den Film schnell vergessen und dann wieder in den nächsten Film hineingehen. Und das ist nicht das, aber was wir eigentlich schätzen und betreiben wollen. Aber man kann natürlich auch mit Unterhaltung etwas betreiben wie etwas aufwecken, etwas erhellen, etwas verändern. Und die Komödie ist hier ein Weg, also ein Genrebegriff. Mhm. Und was Komödie ist, wahrscheinlich die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde sagen, eine Rolle ist die Karikatur, das heißt auch die Kritik oder das Verdrehen, das Verändern von Proportionen, von Darstellungsweisen im Gegensatz zu überkommenen Methoden von Abbildungen von bestimmten Personen, Menschen, Ereignissen, dass man also diese überkommenen Darstellungsweisen sozusagen auf den Kopf stellt oder sie miteinander kontrastiert oder aber sie ins Absurde übertreibt. Und die Übertreibung ins Absurde ist ja natürlich ein sehr schönes, komisches Element und eigentlich setzt es sehr viel Freude frei. Wir sehen uns sozusagen nach so einer Darstellung, die irgendwelche Dinge auf die Spitze treibt und dadurch das Absurde, was darin steckt, sichtbar macht. Das Sichtbarmachen von bestimmten Dingen, die man sonst nicht sieht, ist vielleicht auch eine Möglichkeit der Komödie. Ja, es gibt doch Beispiele genug, also Laurel und Hardy, kann man ja sagen, oder die Marx Brothers. Wir haben damals, das war übrigens interessant, als wir in den 60er Jahren noch in der Akademie der Künste spielten, und da kam irgendwann jemand auf mich zu und sagte, Ihr Programm ist wirklich sehr interessant, aber keine Komödien. Warum zeigen Sie denn keine Komödien? Und wir besprechen ja alles zu Hause am Küchentisch und am Abend danach, also wir tranken noch ein Glas Wein und ich sage so, ich stell dir vor, jemand hat gesagt, wir sollen mal Komödien zeigen, was um Gottes Willen. Und du sagtest drohende Dramen und ich sage, ja, das ist natürlich wunderbar, aber gibt es denn nicht sonst etwas? Mhm. Und da fiel mir ein, dass ich in London im Everyman Theater in Hampstead
eine Komödie gesehen hatte, wo ein Mann ganz schnell und viel redete und ein anderer Mann im weißen Hemd spielte dauernd Harfe und sprach überhaupt nicht. Und ich fand das aber sehr lustig und ich habe dir erzählt und du sagst, du kennst das auch, das ist in Paris gelaufen, das sind die Marx Brothers. Das war in Deutschland noch überhaupt total unbekannt. Und wir haben dann nach Hollywood an eine Firma geschrieben, das haben wir rausgefunden. Und die haben uns die ersten Marx Brothers Filme gegeben und die sind dann bei uns gelaufen und das sind wunderbare Komödien. Mhm. Es ist Unterhaltung, aber es ist auch aufklärerisch und Unterhaltung überhaupt auch, als wir das Festival machten. Natürlich will ich den Leuten etwas zeigen, wie die Welt anderswo ist. Es gibt brillante Komödien in Japan, dieses Radio do Yukon, wo man sich lustig macht über einen gewissen Amerika waren. Und, aber Unterhaltung zum Beispiel sind auch, wenn man in Hongkong ist und man sieht, die, also damals in den 80er, 90er Jahren, als wir immer dort waren, die wunderbaren Martial Arts Filme, das ist brillante Unterhaltung. Und irgendwann haben wir darüber geredet, dass wir die auch unserem Publikum zugänglich machen müssen. Aber natürlich können wir das nicht im Hauptprogramm zeigen, aber es sind die idealen Filme für Mitternacht. Die Martial Arts Filme nebenbei sind typisches Genre-Kino. Ja. Und eigentlich lehnen wir das Genre-Kino ja ab. Und plötzlich haben wir entdeckt, diese Martial Arts Filme sind ganz wunderbar. Also da müssen wir eintauchen in diese Welt und das haben wir auch betrieben. Und andere Leute haben gesagt, wunderbar, sie haben uns das gezeigt, was es hier gibt und wir lieben auch dieses Kino. Also auch das Genre-Kino will den näheren Blick durchaus haben und man kann noch andere Beispiele dieser Art anführen. Das war auch, glaube ich, in den 90er Jahren, wir waren eingeladen, ein Abendessen bei Janine Meerapfel, die ja ihre Kindheit und Jugend in Argentinien verbracht hat und im Hintergrund spielte dauernd eine wunderbare Musik, Tangos und ein schmalziger Sänger sang dazu und irgendwann habe ich gesagt, Janine, was ist denn das für Musik? Und sie sagt, kennt ihr nicht? Das ist Carlos Gardel, der berühmteste Tango-Sänger der 30er Jahren, hat übrigens auch Filme gemacht. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben ein bisschen herumtelefoniert und die Cineteca in Madrid sagte, ja, wir haben ein paar Filme. Und dann haben wir die kommen lassen und das sind Kitschfilme, aber sie sind wunderbar und eben dazu dieser Sänger und die Tangos. Also wir haben beschlossen, dass wir eine Mitternachtsschiene machen mit Tangofilmen. Und das war natürlich ein großer Erfolg. Und ich erinnere mich im Winter, Patalas vom Filmmuseum in München rief immer an und sagte, ich weiß nicht, ob ich nach Berlin kommen soll, zur Berlinale, was macht denn ihr? Und ich habe dann aufgezählt, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, lachen Sie nicht, um Mitternacht zeigen wir Tangofilme. Und er sagt, ich habe in meinem Archiv auch einen Tangofilm aus dem Jahr 1913 von Max Mack, die Tangokönigin. Ich sage, können wir den haben? Er sagte, ein Stummfilm. Ich sage, egal. Und dann haben wir den im Arsenal gezeigt und dazu ein Tango-Ensemble aus Kreuzberg engagiert, die live dazu gespielt haben. Also man kann auch mit den Themen spielen und irgendwelche, Peter B. Schumann, der Experte für Südamerika, sagt uns, ja, der Tango, der hat eine politische Geschichte. Es gibt Dokumentarfilme über den Tango als Politikum. Ja, wir haben gesagt, zeigen wir. Und man kann eben, das ist eben das Schöne, dass man ein Programm lebendig machen kann. Ja. Wir haben übrigens auch immer experimentiert mit einer anderen Dynamik im Kino und das ist die Frage der Filmlänge. Viele Filme, die im Kino laufen, haben die Standardlänge von 90 Minuten oder meinetwegen 85 oder 95. Und die Frage ist, warum müssen Filme eigentlich immer 90 Minuten lang sein? Kann es nicht auch andere Längen geben? Und es gibt natürlich andere Längen. Und man muss also diese Vorstellung irgendwie attackieren, dass ein Film immer 90 Minuten lang sein muss. Deswegen haben wir in unserem Forum sowohl die kürzesten wie auch die längsten Filme gezeigt. Den kürzesten Film, den wir gezeigt haben, ich glaube, der war eine Sekunde lang von einem belgischen Maler. Der Film heißt La Signature. Man sieht nur seine Hand, die die Anfangsbuchstaben auf Papier zeichnet. Oder die langen Filme. Wir haben immer wieder extrem lange Filme auch gezeigt, wenn es so sein musste, dass diese Filme diese Länge brauchen. Shore ist ein Beispiel. Der Film muss 9 Stunden lang sein.
Und wir haben auch Filmemacher gefunden, die das zu ihrer Spezialität gemacht haben, solche langen Werke zu produzieren, wie der Philippine Love Diaz, der Filme gemacht hat, die sind im Allgemeinen 12 Stunden lang. Und wir haben ihn, das sind höchst interessante Filme, muss ich sagen, die haben etwas Dokumentarisches, etwas Ethnografisches, etwas Meditatives auch. Wir haben ihn gefragt, ja, wie Sie machen so lange Filme, ja, was fängt der Zuschauer damit an? Naja, der Zuschauer muss sich halt darauf einstellen, sagte, man kann ja auch aus dem Film rausgehen und dann wieder reinkommen. Also wir haben seine Filme gezeigt in unserem Arsenalkino und haben gefragt, sollen wir vielleicht Pausen machen? Nein, bitte keine Pausen machen, die Leute sollen selbst drauf kommen, wenn sie rausgehen und dann vielleicht wieder reinkommen. Denn wenn man eine Pause macht, geht man raus und kommt vielleicht nicht wieder zurück. Ja, und dieses plötzliche Interesse für sehr lange Filmformen, möglicherweise führt es dazu, dass jetzt das Filmgenre der Serie im Aufblühen im Moment sich befindet. Ja, das kann sehr gut sein. Eine Bekannte von mir hat mit einem Freund einen Monat gemacht, in dem sie anfangen wollte, sehr lange Filme zu gucken. Die gucken normalerweise kürzere Filme und die haben angefangen, weil ich den irgendwann mal im Gespräch erwähnt habe, fürchte ich, mit Satans Tango von Belatar. Und da sind sie natürlich direkt so von 90 Minuten in die 8 Stunden reingefallen. Das war ein totales Erlebnis. Wir sind glücklich, dass wir den geguckt haben. Den Rest des Monats gucken wir wieder kurze Filme. Also auch sowas muss eben mit Bedacht gewählt werden. Satan Tango ist ein gutes Beispiel. Ja. Und wir haben diesen Film zum ersten Mal gesehen in Budapest. Da war er noch nicht ganz fertig. Ja. Und wir waren in einem Filmstudio, wo nach jeder Rolle eine Unterbrechung eintrat, weil man muss neu wieder einlegen. Ja. Und das war immer eine Pause, wo man Kaffee getrunken hat und sich unterhalten hat. Und dann fing die nächste Rolle wieder an, dann wieder Pause. Das war der ganze Tag, von morgens bis abends. Es war ein einmaliges Erlebnis. Es ist ein Erlebnis. Gibt es außerdem auch in Deutschland nicht auf physischen Medium zu erwerben, aber in Großbritannien. Also die Briten haben den auf DVD und Blu-ray gebracht. Das heißt, wenn es Interessierte gibt, dann muss man sich den importieren oder halt das Kinoerlebnis sich mitnehmen. Wir können ja auch mal wenig bei diesen historischen Ansätzen bleiben. Eben fehlen schon die Marx Brothers, die ich auch wirklich sehr, sehr schätze. Duck Soup ist einfach eine fantastische Komödie. Und man schaut sich die Marx Brothers an und denkt, das ist so neu und so frisch, was die machen. Also diese Groucho Marx Monolog, aber auch der Slapstick. Diese berühmte Spiegelszene, wo der Spiegel zerbricht und ein Doppelgänger versucht, die Bewegung nachzuahmen. Die fühlen sich heute einerseits weiterhin unglaublich frisch und witzig an und andererseits wurden die halt aber auch denn plötzlich ständig kopiert. Plötzlich wollte jeder Marx Brothers sein, wollte jeder die Groucho-Dialoge spielen, wollte jeder die Spiegelszene machen und dann wird es irgendwie seltsam und langweilig und Mainstream. Dann versuchen Leute, sich zu profitieren davon. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo man wieder eine Hommage bringen kann an diese alten Filme. Wo man wieder sagen kann, aha, ich kopiere nicht, sondern ich zitiere oder ich mache eine Pastiche daraus. Und darüber würde ich auch gern mit Ihnen reden, denn Sie haben ja auch viele Filme in Ihrem Forum gezeigt. Unter anderem Aki Kaurismäki ist da ein fantastisches Beispiel für, die irgendwie zwischen komplett progressiv, ganz neu, unglaublich frisch einerseits, aber gleichzeitig vollkommen retro mit Anleihen aus den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren sind, die irgendwie so in der Zeit gefangen sind. Was macht für Sie dieses Zwischenspiel bei Filmen? Also, dass Filme einerseits ganz stark nach vorne gehen wollen und müssen, aber andererseits eben nicht die Filmhistorie und das Filmgedächtnis und die Filmtradition vergessen dürfen. Gibt es da eine, in Anführungszeichen, die richtige Mischung? Muss man Filmhistorie kennen, um progressive Filme zu machen, oder sind das zwei verschiedene Ansätze? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann, sehr oft erlebe ich deutsche Regisseure, die die Filmgeschichte kaum kennen. Ja. Aber wann immer ich einen Hollywood-Regisseur getroffen habe, und wir treffen die ja auch manchmal, kennen sie die Filmgeschichte und auch die deutsche Filmgeschichte der 20er Jahre aus dem FF. Ja. Und dass zum Beispiel Tarantino unbedingt in Babelsberg drehen wollte. Ja. Wir haben mal mit ihm gesprochen und er fragte sofort nach den Babelsberger Studios und zum Beispiel Sternberg
seine Filme und Berlin, das ist denen alles total geläufig. Ja. Ja. Die haben mich nach Einzelheiten gefragt, da musste ich stottern. Mhm. Und das hat mich überrascht. Mhm. Und das ist auch ein Unterschied zu zum Beispiel sehr oft bei russischen Regisseuren, die sagten, wir sind sozusagen Originalgenies, mhm, und kannten auch die Filmgeschichte nicht. Dagegen, was mich wirklich erstaunte, ist, dass wen immer ich getroffen habe aus Amerika, die kannten die Filmgeschichte und auch gerade die deutsche. Mhm. Ja. Also man kann zum Beispiel bei Kaurismäki ja sagen, also die Ausgangsposition seiner Filme ist sehr offen, zunächst einmal, wenn man so will, konventionell vielleicht. Sie entstammt also einer Konstellation, die man in ähnlicher Form immer wieder gesehen hat. Nicht? Er sagte über seinen Film Jura, das ist ein Dreiecksgeschichte, ein Drama, Dreiecksdrama, und fügt allerdings hinzu, es ist tragisch. Mhm. Dieser eine Satz enthält also alles. Und was der Kaurismäki dann eigentlich macht, dass er die Vorlagen der Filme, ihre Ausgangssituation so in ein abstraktes Feld hinaufbringt, indem er alles Nebensächliche weglässt, mhm, sondern nur noch die essentiellen Punkte zur Darstellung bringt und die in einer Form der Abstraktion und der Zuspitzung, mhm, die gleichzeitig auch komödiantisch ist. Ja. Aber dadurch wird also das vielleicht traditionelle Modell, was zugrunde liegt, wird irgendwie durchsichtig, mhm, und wird in eine andere Ebene katapultiert durch die Art der Bearbeitung und durch das Wegfiltern von allem Nebensächlichen. Das ist die besondere Methode von Kaurismäki, und dadurch kann er also traditionelle Elemente auf eine Art und Weise wiederbeleben, die großartig ist. Plötzlich, ja, sieht man, was in diesen traditionellen Überlieferungen vielleicht doch drinsteckt. Man kann also solche Muster, solche Vorlagen wieder neu entdecken, und das ist ein Prozess, der sich von Zeit zu Zeit wieder abspielt. Ja. Und Helsinki hat eben auch ein wunderbares Filmarchiv, was zugänglich ist, und ein eigenes Kino. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und er hat von Anfang an alle diese Filme gesehen und konnte sie auch zitieren. Ja. Und es gibt natürlich immer wieder sehr klare Bezüge. Also Kaurismäki in Juha, das hat ja viele Verbindungen zu Sunrise, The Song of Two Humans von Mona. Lieblingsfilm, ja. Genau, richtig, aus den 20ern. Wir haben Tarantino, der sowas wie Inglourious Basterds dreht und sich ganz stark auf, ja, die deutsche Filmgeschichte, wie zum Beispiel Metropolis, da sind fast 1:1 Bildzitate aus Metropolis drin und viele kleine versteckte Referenzen. Gibt es da in Anführungszeichen eine bessere Weise heranzugehen? Also wenn man zum Beispiel Juha guckt oder wenn man jemanden Juha zeigen würde, wäre es da ein guter Weg zu sagen, weißt du was, wir gucken uns jetzt erstmal Sunrise an, weil dann verstehst du Juha besser? Oder wäre es irgendwie klüger zu sagen, nee, wir gucken jetzt Juha an und dann gucken wir Sunrise und dann kommt sozusagen das durch die Hintertür? Oder bei Tarantino muss man sich erstmal quasi durch den kompletten deutschen Expressionismus wühlen, ehe man denn Inglourious Basterds einlegen kann? Oder muss man ja, das? Man, ja, man kann dann Parallelen entdecken, Verwandtschaften entdecken. Ja. Das ist vielleicht nicht ein fundamentaler Neuzugang, aber es, mhm, ist die Entdeckung einer zusätzlichen Dimension. Mhm. Es ist ja auch so, dass Filme in der Wahrnehmung und auch in der Einschätzung, in der Bewertung große Veränderungen durchlaufen. Mhm. Das zum Beispiel der Film Metropolis. Ja. Wenn man also, wie der damals aufgenommen wurde und wie er in der Filmgeschichte behandelt wurde, in dem Buch von Krakauer, von Caligari zu Hitler, mhm, eines der interessantesten Filmbücher für mich, ein Einstieg in die Filmgeschichte war das, zusammen mit Georges Sadoul, der verreist den Metropolis-Film, mhm, fast vollständig. Ja. Er lässt fast gar kein gutes Haar daran. Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, dass wir haben also in Krakauer sozusagen assimiliert, seine Sichtweise auf das Weimarer Kino, mhm, und das beginnende Tonfilm, haben wir uns zu eigen gemacht, haben wir auch von Metropolis eigentlich nicht so viel gehalten. Und plötzlich beschäftigen sich alle Leute mit Metropolis, der Film wird entdeckt, der wird vervollständigt und so weiter, stimmt, kommt ja wieder ins Kino und wir gucken hin und
denken nach und finden tatsächlich einen etwas anderen Zugang, eine andere Sichtweise. Das ist vielleicht auch so, dass man auf das Genre-Kino überhaupt wieder einen neuen Zugang finden kann, dass wir ursprünglich abgelehnt haben aus einer Art von Rigorismus heraus, dass man plötzlich entdeckt, da steckt doch irgendwas drin. Auch in außereuropäischen Kinematografien, das indische Kino zum Beispiel, besteht zum großen Teil bis heute aus, es ist ein Genre-Kino, es ist die Wiederholung von Stereotypen. Und trotzdem, wenn man einige dieser Filme ansieht, ist es ein großartiges Erlebnis, ähnlich wie das Kung-Fu-Kino aus Hongkong. Also man kann es nicht vorschnell abtun, man muss das auch auf sich wirken lassen und darüber nachdenken. Meine vorletzte Frage an Sie beschäftigt sich auch mit der Filmgeschichte, nämlich wie wir mit älteren Filmen umgehen. In der Doku über Sie beide erzählen Sie davon, wie Sie sich kennengelernt haben, nämlich Sie schauen bzw. Sie führen den Film Menschen am Sonntag vor, ein Film, der damals 20 Jahre alt war. Genau, da ist schon wieder der tiefe Seufzer. Und Sie geraten danach in eine hitzige Diskussion, weil Sie das Frauenbild dieses Films schädlich und schlecht gealtert finden. Und schon entzündet sich da eine Kontroverse. Mittlerweile ist es so, dass man das Gefühl hat, unsere Gesellschaft geht in kleinen Schritten zumindest voran. Sexualität, Rassismus wird sehr viel kontroverser diskutiert, zum Glück. Und andererseits wirft es halt auch neuen Blick auf klassische Filme. Also einer meiner liebsten Beispiele ist, dass ich den Film Lawrence of Arabia sehr schätze, dass ich finde, dass es ein fantastisches Kinoerlebnis ist, aber eine der Hauptrollen wird von Alec Guinness in Brownface gespielt, der sich das Gesicht braun schminkt und tut, als wäre ein Araber. Und das ist hochproblematisch und das ist total brisant und in meiner Brust schlagen dann zwei Herzen, dass ich denke, okay, hier ist ein Film, der ganz schwierig ist und den ich trotzdem lieb habe. Und ja, in Ihrem Leben hat sich die Film- und Kinolandschaft so sehr gewandelt. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie Filme mögen, die inzwischen schlecht gealtert sind? Oder altern Klassiker, altern die guten Filme eigentlich nicht? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die betrifft natürlich auch die Literatur. Natürlich, ja. Und ich bin nicht dafür, Sachen umzuschreiben und umzuändern, aber gewisse die Bücher sollten ein Vorwort bekommen und die Filme sollten eine Einführung bekommen. Und natürlich muss man das als Dokument erhalten. Ja. Aber man braucht vielleicht für manche Filme einen Vorspruch oder eben einen Mensch, der sich vorher hinstellt und sagt, das ist ein Film aus dem Jahre 32. So haben wir es ja auch mit den furchtbaren Nazi-Filmen gehalten. Wir haben sie gezeigt. Also nicht... Ja. Ich würde niemals Judith zeigen, da gibt es irgendwie, es ist zu ekelhaft. Aber wir haben Kolberg zum Beispiel gezeigt, aber mit einer Einführung und einer Diskussion. Dann kann es wirklich auch augenöffnend sein. Man darf es nicht verschweigen, man darf es auch schon gar nicht umändern. Ja. Das Allerschlimmste sind die Leute, die immer dem Zeitgeist entsprechend umändern. Das ist ganz, für mich ganz schlimm. Ja, es gibt Filme, die schlecht altern, die wahrscheinlich dann dem Vergessen anheimfallen oder die absinken, die in ein Nirvana, möglicherweise kann man sie noch wiederentdecken, aber sie sinken irgendwo ab. Dagegen gibt es Filme, die auf eine erstaunliche Weise weiterleben. Und zum Beispiel ein solches Beispiel ist der Film M von Fritz Lang. Der an der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm entstanden, und das ist ein derartig faszinierender Film, dass man heute sagen kann, also etwas Gleichartiges finden wir fast nicht in der Dramaturgie, wie der Film aufgebaut ist, in der formalen Gestaltung der Kameraarbeit, der Arbeit mit Dekoration, mit Beleuchtung, Darsteller, und das Ganze auf eine so großartige Weise in ein kompaktes Format hineingebracht, mit einer unglaublichen Spannung und auch mit Assoziationsebenen ausgestattet. Das sucht seinesgleichen. Und das ist ein Film, der
Wenn man heute vorführt, viele Leute wissen nicht, dass es den schon, dass es ein alter Film ist und Fritz Lang und was er alles gemacht hat. Und der Film schlägt ein, also auf eine erstaunliche Art und Weise. Mhm. Haben wir in unserem kleinen Filmclub, den wir jetzt gegründet haben in unserer Nachbarschaft in Berlin, sozusagen fangen wir gewissermaßen wieder von Null an, dass wir Leute sammeln, die einen Film auf andere Weise sehen wollen und darüber reden wollen nachher. Und da haben wir diesen Film M gezeigt. Ja. Die Leute waren so begeistert, hingerissen. Wir finden das eigentlich immer wieder und sehr, sehr häufig, dass Filme, die wir aussuchen, dort wie eine Bombe einschlagen, und mitunter sind es auch ganz schwierige Filme. Eigentlich ist also unser Prinzip, das ist sozusagen unser Luxus, dass wir Filme aussuchen, die wir persönlich ganz großartig finden, und jetzt wollen wir mal sehen, ob die vielleicht auch bei anderen angucken und ankommen. Und so haben wir eigentlich auch unser Festival immer aufgebaut. Wir haben uns also in der Welt umgesehen, was gibt es denn an neuen Entwicklungen im Kino, und diejenigen sagen, die wir spontan gern haben, die wir also faszinierend finden, die haben wir ausgesucht. Das ist unser Privileg, dass wir auf diese Weise aussuchen. Wir suchen nicht nach Einspielergebnissen oder anderen Faktoren, sondern es ist unsere subjektive Vorliebe, was wir also hier aussuchen. Und unser kleiner Filmclub im Bezirk Eichkamp in Berlin, da machen wir genau das Gleiche. Wir stöbern durch lange Listen, durch unsere ganze Erinnerung, die wir nochmal aufschreiben, und dann picken wir hier und da was raus. Und mitunter sind es ganz esoterische Filme. Wir haben einen armenischen Film von Paradjanov gezeigt, Sayat Nova, wirklich schwieriger Film. Also großartiger Film, unserer Meinung nach, aber sehr ungewöhnlich. Und da waren die Leute auch angetan. Und eine hochbetagte Besucherin hat gesagt, sie hat in ihrem Leben noch keinen so schönen Film gesehen wie diesen, den wir da ausgesucht hatten. Ja, und ihr Schwiegersohn sagte, wenn sie zwischendurch rausginge, sollte ich nicht böse sein, denn was er gelesen hätte, das wäre nichts für sie. Und sie war nachher am allermeisten begeistert. Und das bringt mich darauf, dass sehr viele Leute, besonders natürlich in der Filmindustrie, unterschätzen das Publikum. Ich habe immer gefunden, dass es unmöglich ist. Das Publikum will die wichtigen Filme, will die interessanten Filme haben. Und es geht auch mit. Wir haben ja auch im Forum keinen Unterschied gemacht zwischen, dass früher gab es Spielfilmfestivals, Dokumentarfilmfestivals, Kurzfilmfestivals, alles säuberlich getrennt. Und wir haben eben alles zusammengetan. Wir haben also einen Spielfilm neben einen Dokumentarfilm gesetzt. Und wenn es wirklich interessante Avantgarde-Filme waren, dann sind sie im Delphi gelaufen, das damals 900 Plätze fasste. Na gut, vielleicht gehen einige Leute raus, aber die anderen sehen etwas, was sie sonst nie in ihrem Leben gesehen hätten. Und manchmal macht es etwas mit den Leuten. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsregisseure, Ernie Gehr, wir haben seine Filme, die wirklich, also für mich sind sie leicht, aber es gibt Leute, die sagen, sehr schwierige Filme, die haben wir eben vor einem großen Publikum gezeigt. Und man sollte nicht immer andere Menschen unterschätzen. Man kann sie herausfordern natürlich. Es ist mir manchmal passiert, ich bin immer sozusagen leichter zugänglich gewesen, weil ich ja nur Frau Gregor war, aber es sind Leute auf mich zugekommen und haben gedacht, mein Gott, Frau Gregor, warum haben Sie denn diesen Film gezeigt? Und dann konnte ich diskutieren mit den Leuten und sagen, aus dem und dem Gründen. Und dann haben wir ja auch als erstes Festival diese großen Informationsblätter gemacht, Seiten um Seiten. Und dann konnte ich das Blatt, und dann lesen Sie doch mal das Blatt nochmal durch. Und dann, irgendwann sind sie weggegangen und waren beruhigt. Und ich finde auch das sehr wichtig, denn natürlich will ich die Leute überzeugen und will, dass sie etwas lernen, aber auch Vergnügen haben. Und natürlich dürfen sie auch lachen. Kauris Meki hat einen Kurzfilm gedreht, der heißt Arbeiter verlassen die Fabrik. Ja, und nach Lumière. Und da sieht man Arbeiter, die in irgendeine Art Fließbandarbeit machen, und es kommt eine Pause und sie verlassen ihr Fließband und gehen in durch Korridore in einen Raum, das ist der Vorraum eines Kinos, zeigt sich, das ist aber ein Teil der Fabrik irgendwie. Das sieht ziemlich karg, nicht besonders einladend aus, sehr primitiv ausgestattet, und sie gehen da alle rein, setzen sich hin
Und was sehen Sie auf der Leinwand? Sie sehen von 1895 den Lumière-Film Arbeiter verlassen die Fabrik. Ja. Also das ist so eine Konstellation, die sich der Aukaufsmiki ausgedacht hat. Aber das ist höchst verblüffend und amüsant. Und nebenbei führt er also eine Parallelität ein, die Situation der Arbeiter heute und 1895. Was ähnelt sich da möglicherweise? Ja. So ein Gedanke wird freigesetzt in einem Film, der nicht länger ist als 10 Minuten. Ja, finde ich unglaublich einsichtsreiche Einblicke, so herum interessante Einblicke in die Art und Weise, wie man Filme schaut. Gerade mit M, eine Stadt sucht einen Mörder, haben Sie ganz richtig, der ist fantastisch gealtert, ist fast heutzutage, habe ich das Gefühl, noch aktueller als damals, weil er eben so ungewöhnlich ist und mit diesem Thema so experimentell und doch so drastisch umgeht. Und Frau Gregor, genau das, was Sie auch gesagt haben, das ist ein Film, der das Publikum herausfordert, bis heute. Das ist ein Film, der nicht, also Unterhaltung ist da genau das falsche Wort, weil man kommt nicht beschwingt raus, aber man nimmt den mit und man nimmt den seit so vielen Jahren irgendwie aus dem Kino raus, und dass er damals laufen konnte und Sie den heute noch in Ihren Filmclub zeigen und Menschen diesen Film. Der Film hat ja übrigens eine komödiantische Ebene. Es ist zwar ein düsterer Film über die Verfolgung, über das Ende, aber die komische Dimension ist in der Parallelität zwischen dem Verhalten der Polizei und den Gangstern. Das wird ja immer parallel geschnitten und das ist so wunderbar, geradezu genial gemacht. Ja. Das stimmt. Aber also mir persönlich ging es so, und ich kenne auch viele andere Leute, die gerade am Ende bei diesem fantastischen Monolog von Peter Lorre, da halt wirklich sich die Seele aus dem Leib spielt, wo ein richtig flau im Magen wird, was so ein großer Leinwandmoment ist und so eine zerrüttende Botschaft, dass man genau mit diesem Gefühl da rauskommt. Und dann natürlich noch der Schnitt auf die trauernden Mütter. Also trotz der Leichtigkeit in der Mitte ist das halt einer, wo man ja schon mit einem kleinen Kloß im Hals rausgehen muss. Das ist ja schön daran. Also und er hat ikonische Szenen, wie der Peter Lorre vor der Litfaßsäule und das Mädchen mit dem Ball. Und der Lorre sagt zu dem Mädchen, du hast aber einen schönen Ball. Dieser Satz, das ist sozusagen fast ein Kaufhaus-Mickey-Satz. Ja, ich kriege auch schon wieder, also diese ganze Anfangsszene, wie er das Mädchen kennenlernt, das Schattenspiel mit den Silhouetten, wie er ihr den Ballon gibt und wie nachher dieser Schnitt ist, wie einfach dieser Ballon, also ganz große Filmkunst. Und ich könnte mich Tage und Wochen, Monate mit Ihnen über unsere Lieblingsfilme unterhalten, aber unsere Zeit geht leider langsam zu Ende. Eine letzte Frage als Rausschmeißer habe ich noch, und zwar, wir haben jetzt viel über problematische Filmbereiche geredet, über Corona-Pandemie, und ich würde gerne auf einer etwas optimistischen Note enden. Gibt es in den letzten Jahren oder Monaten oder ähnliches irgendeine Entwicklung in der Filmwelt, in der Kinowelt, die Sie sehr begrüßen, die Ihnen gefällt, wo Sie sagen, hier ist was Tolles gerade im Gang und wir sind gespannt, wo das hingeht? Schöner Film, eine Kinoentwicklung, eine Festivalentwicklung vielleicht, irgendwas in der Art. Ja, also ich habe den philippinischen Filmmacher schon einmal erwähnt, Lab Diaz, und ich muss sagen, dass diese Filme haben mich auf eine Art und Weise elektrisiert wie wenige andere eigentlich. Und das ist, weil er also formal, ästhetisch gesehen, die Erzähltechnik in seinen Filmen, die Länge der Einstellungen, das sind so Faktoren, aber gleichzeitig wirft er ein Licht auf die Situation seines Landes, das ist höchst interessant, und auch er artikuliert sogar politisch-ideologische Fragen, indem er plötzlich Anspielungen macht auf Situationen von Dostojewski, dass seine Personen anfangen, sich über philosophische und zugleich politische Themen zu unterhalten, dass plötzlich diese neue Dimension sich auftut. Also dieser Lab Diaz ist für mich so ein großer Türöffner. Oder ich würde vielleicht auch den chinesischen Dokumentaristen Wang Bing nennen. Wang Bing, der inzwischen in seinem Land auch nicht mehr richtig arbeiten kann, in China, hat einen Film über die Situation von
von Arbeitern gemacht, deren Fabrik stillgelegt wurde. Und dieser Film, der auch mehrere Stunden lang ist, fängt an mit einer Eisenbahnfahrt. Da fährt eine Lokomotive, das ist sozusagen ein innerbetrieblicher Eisenbahntransport. Diese Lokomotive fährt durch eine endlose Landschaft von Industriegebäuden. Das Ganze ist verschneit, ab und zu ziemlich einsam. Ab und zu gibt es eine Straßenüberquerung, da fährt ein Auto vorbei und die Lokomotive fährt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist eine der Szenen, die sich mir eingegraben haben. Ich kann sie gar nicht vergessen. Die dauert vielleicht auch 10 Minuten lang. Es passiert nichts Besonderes, aber es wird ein Zustand beschworen und wird umgesetzt in eine filmische Narration, die ist geradezu einmalig. Man kann von hier aus kommen über filmische Erzähltechnik und die Erzähltechnik der langen Einstellung. Das hat an sich die Nouvelle Vague, glaube ich, neu sozusagen als Mittel entdeckt, dass man Einstellungen auf lange Zeit durchdreht und die Schnitte ersetzt durch Kamerabewegung. Und obwohl diese Technik sich durchgesetzt hat, ist also die Montage im Film keineswegs ausgestorben. Die gibt es natürlich auch noch. Sehr schön. Frau Gregor, gab es für Sie in den letzten Jahren besondere Highlights? Also ich schließe mich an. Lafdias ist auch für mich wunderbar und Wang Bing auch. Das sind, ich vermisse in letzter Zeit aus Deutschland, also den großen Film, wie wir Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten, von einer Frau, also eine neue Helma Sanders-Brahms oder Helge Sander oder Jutta Brückner oder Ulla Stöckel. Es gibt ganz interessante Ansätze in Frankreich. Das sind mehrere junge Regisseurinnen und im Gegensatz, also ich muss aber auch noch nennen, einen Mann, ein Film von einem Mann, Serre Moi Fort von Amalric, das ist ein wunderbarer Film, der ist gerade angelaufen, glaube ich, in Deutschland. Ja. Auf Deutsch heißt er dummerweise Auf immer und ewig. Das ist also kein Titel, auf den hin man ins Kino gehen würde, aber er heißt Serre Moi Fort, Halt mich fest. Und dann hat mir gefallen, im Gegensatz zu dir, der Titan in Cannes, der hat zum Entsetzen vieler Leute den die goldene Palme gewonnen und mir hat er gefallen. Du hattest ein Problem. Ja, der Film experimentiert auf sehr gewagte Art mit Extremsituationen des Kinos. Und als wir den Film in Cannes gesehen haben, da habe ich festgestellt, dass die Leute, die neben uns saßen, das waren irgendwie junge Zuschauer, also ganz junge Kinogeneration. Je blutiger die Szenen waren, die der Film beinhaltet, desto mehr gerieten diese Zuschauer in Ekstase. Und wenn es besonders blutig wurde, dann sind sie von ihren Sitzen aufgesprungen und haben gejubelt. Ja, aber das war die Reaktion. Also eine Wahrnehmungsart, ich dachte, was ist bloß los mit denen? Wo sitzen wir hier? Gut, also ich meine, der Film hat natürlich noch ganz andere Zusammenhänge, aber er hat auch diese Ebene, die ich mich also etwas, ich würde mal sagen, etwas sonderbar, diese Ebene. Ja. Meine Freundin hat mir eines der schönsten Titan-Zitate geliefert, das ich kenne. Und zwar in der Mitte des Films hat sie gesagt: Wie sind wir eigentlich von Film, wo eine Frau sich von erotisch von Autos angezogen fühlt, zu einem gekommen, wo Feuerwehrmänner kochen? Und das hat für mich so viel auf den Punkt gebracht. Dieser Film, der ist so unerwartet. Man geht von hier nach da, man nimmt so eine Prämisse nach der anderen auf, man lässt sich immer wieder überraschen und man muss halt selbst schauen, aha, ist das eine Überraschung, die ich toll finde oder die halt nur des Experimentierens wegen ist? Und dass ich mit meiner Freundin da so drüber reden konnte, dass sie da kontrovers drüber diskutieren wollen, das stimmt mich eigentlich ganz optimistisch. Also dass man selbst nach Jahrzehnten des Filmgenusses immer noch was findet, was einen zum Reden bringt, was einen elektrisiert in einer positiven oder negativen Art und Weise. Und dass es auch hoffentlich in der Zukunft noch einige Schätze zu heben gibt. Herr Frau Gregor, vielen, vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch. Es hat mich gefreut, mit Ihnen zu reden. Wir bleiben ein bisschen auf dem Filmfest Bremen und Ihr Film wird hier laufen, zu dem Sie ja auch nochmal reden. Ja, und wir gehen weiterhin in das Cinema. Sehr schön. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und falls Sie den Film Der Gregors kommt mit mir in das Cinema selbst schauen wollen, läuft er hier natürlich auf dem Filmfest Bremen. Und natürlich sei Ihnen angeraten,
danach sich ein wenig inspirieren zu lassen von Leben und Werk der Gregors, mal zu schauen, was für Filmemacherinnen die in ihrem Leben zutage gefördert haben, was sie verfasst haben, welche anderen Interviews es von ihnen gibt und was sie alles für die deutsche Filmlandschaft geleistet haben. Bis dahin weiterhin viel Spaß auf dem Filmfest Bremen und gehen Sie öfter mal ins Cinema.